Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha! Und ihr seht ja im Hintergrund schön, wie da eine ganze Reihe an Autos kommt, die sich schön nochmal von der rechten Spur auf die mittlere Spur quakt, weil hier hinten haben wir die Busspur und da dürfen sie nicht drauf fahren. Deswegen biegen sie von der mittleren Spur auf die linke Abbiegespur ab. Mhm. Du kannst ja dann auch mal das Entenbürzel zeigen. Das was? Achso. Das Entenbürzel. Ja. Das haben wir gemacht, weil wir mir das Ganze noch auf sechsspurig ausgebaut. Das haben wir im Nachhinein gemacht, ausprobiert. Und das hat auch ganz gut geklappt. Nur, dann werden wir quasi mit der Tram über den Kannstein, genau. Das wäre ziemlich holprig gewesen, deswegen haben wir das noch den kleinen Zippel hier gemacht. Würzel? Entenwürzel. Würzel. Würzel? Kürzel? Würzel. Entenschwanz. Ah, ah, okay. Mhm. Das, was hinten an der Ente so komisch wackelt. So, jetzt sind die ersten Trams schon schwer auf dem Weg hier. Ja, mit Zahnradantrieb. Genau, mal gucken, wir pinnen uns den mal an. Auf jeden Fall haben wir jetzt vor, die Schattenstrecke 2 zu bauen. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. GP, vielen Dank für deinen Resub. Noch ein Mensch, der einen Flughafen hätte. Gerne. Ja, genau. Flughafen. Ja, kommt ja auch noch. Habe ich auch gehört, ja. Halle? Halle? Ja, ich würde es mal Halle reservieren. Naja, wir werden ja auch nicht mit 20 Fernzügen hier fahren. Hm, wer weiß, wer weiß. Wenn, dann nehmen wir 21, damit ich dann mein Versprechen auch einhalte. Okay, passt. So. Das heißt, wir könnten dann ja auch immer noch sagen, wir gehen hier rein an der Seite. 190, viel schneller wird das ja eh nicht gehen. Und Halle können wir auch immer noch hinten anpappen. Ah ne, wir wollten dann noch Güter, ne? Ja, wir brauchen dann noch Güter neben dran. So, geplant ist es, wir haben eben mal geguckt, schon mal, wir bereiten uns ja mal vor, auf die Höhen. Und zwar sind wir hier auf einer Höhe von 167 Meter. Also mein Mauszeiger nimmt er immer, seht ihr hier unten, Höhe des Cursors. Hier 167 Meter. Nächster Halt ist, also Halt, ne? Da, wo wir jetzt hinwollen, wäre jetzt dieses kleine Etwas. Da wollen wir jetzt ungefähr hin mit der Schiene. Das heißt, da werden wir jetzt mal unsere Schiene hinführen. Da ungefähr wollen wir hin. Also wir gehen jetzt hier rein mit einer Geraden. Achso, nee, warte mal, wir können ja auch. Wenn wir mal gucken, wenn wir jetzt ganz nach außen gehen. Wir wollen ja eine Schnellzugstrecke bauen. Da wollen wir ja nicht schon anfangen, mit Geschwindigkeit zu sparen. Dann machen wir das ganz extrem und gehen bis zu der Weiche ran. Ja. Und ziehen uns dann das Gerät hier um die Kurve rum. Nicht ganz an den Rand. Ne, genau. Und du hast ja noch ein zweites Gleis, du bist jetzt Innengleis. Ja, hast du recht. Gerade. Zahle schmeißen nochmal 500 Bits. Mr. Mark nochmal 400 hinterher. Vielen Dank. So, und dann wollen wir von. Warte mal. Welche Höhe waren wir jetzt? Wir sind jetzt bei 166 Meter. Also, es ist Ebene gewesen. Von hier aus, also. Wenn wir jetzt hier den wegnehmen, dann gehen wir leicht runter. Ich glaube, das ist für uns wichtig. Ja, oh, alter Schwede, wa? Ich habe ein Auge gehabt. Passt gerade. Gar nicht so schlecht. Aber wir ziehen jetzt erstmal das Äußere. Warte mal, ich muss mal eben gucken, wo wir jetzt sind.
Oh, hier Abstand schon runter. Ah, das passt aber. Hier ist die Senke, wo wir gleich durch müssen. Von der Höhe her passt das. Gut. Also. Damit gehen wir jetzt nach oben. Weil wenn man separat baut, kriegt man das ein bisschen hübscher hin. Wollen wir da jetzt noch eins rechts neben oder links neben bauen? Ich würde aus der Sicht links neben dran bauen, damit man entweder so ganz am Karten rundherum eiern. Also so. Hier vorne nochmal gucken. Eins, zwei, okay. Wird es gerade hinkriegen. Bisschen mehr als ein Gleis. Ja, da muss noch ein Stückchen nach links, glaube ich. Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ja, hm. Kann man, ne? Kann man so nehmen, ja. Gut. Dann nehmen wir uns gleich das andere dazu. Boah, wir sind ja voll unterirdisch die ganze Zeit. Mhm. Das ist ja doof. Ich glaube, das dürfen wir nochmal frisch machen. Ja, aber wir können ja Teile davon rausziehen. Ausschneiden, ja. Ja, das Tunnelportal ist schon wieder so ein Thema. Sind die beide Körner? Die sind nicht direkt aneinander. Ja, also nochmal frisch, oder? Ein Baum steht da und ich erwisch den mit dem Abriss-Tool, Alter. Die Parallelität verloren. Ja, das macht er aber öfter in letzter Zeit. Ich hoffe, das überarbeiten sie mit dem Patch auch nochmal. Lass ich da mal liegen. Sollten wir vielleicht einen Ticken höher gehen. So, wo sind wir angefangen? Hier. Hier. Vorne. Da. Nehmen wir halt mal da einen höheren Ansatzpunkt, oder? Wir müssen ja nicht in einem durchziehen, das Ganze. Hier müssen wir natürlich erstmal rauf auf den Berg. Hier wird es ein bisschen abgeflacht. Hier müssen wir durch den Berg. Oh, auch nicht? Okay. Hier werden wir ebenerdig. Du hast jetzt die Innenseite, oder? Ne, ich habe jetzt die Außenseite. Zieh mal das zweite Gleis drüben nochmal nach. Ne, ich habe es jetzt abgerissen. Achso, du meinst jetzt von außen, vom Bahnhof. Naja. Ja. Dass wir da direkt andocken können. Mach das mal weg. Dann wollen wir mal gucken, ob das klappt. Tunnelportal auch. Ja. Das passt. Hier hinten auch nochmal gucken. Wenn beide Portale passen, das ist immer schon. Na? Gutes Anzeichen. Zwischendrin ist nochmal ein Tunnelportal. Ein kurzes. Really? Wie viel ist hier drüber? Also es ist nicht so, dass wir perfektionistisch sind, ne? Aber wir sind nein, ziemlich so perfektionistisch. Schon fast pedantisch.
Wirst du wieder mit Worten um dich? Oh, das könnte man aber auch offen gestalten. Das war jetzt auch mein Plan, ja. 191. Ja, danke. Sieht irgendwie nicht so rund aus. Na, da hat er wieder gestückelt. Ach, das. Auch wieder ein kleines Stück drin mit 300 Euro. Ja. Hier hast du 300, da hinten hast du 229. Was ist los mit dem 109. Spiel, Alter? Das würde ja keine Radien mehr hinkriegen. Ja, ne? Mhm. Das ist vorher komplett gebaut. Hier sind die Zahlen identisch. Okay, hier sind sie auch wieder nebeneinander. Das ist ja wieder strange. Ja, hier ist wieder. Das Aufbuddeln. Mhm. Also. Aufschütten und dann einen ganzen Tunnel bauen. Nö. Okay, das Abflachen. Also ich lasse mir nicht vom Spiel zeigen, wie ich zu spielen habe. Ich glaube, da kannst du dann nochmal ein bisschen Tunneleingang abreißen. Ja, hier vorne hat er auch wieder den Tunneleingang. 204, 213. Aber das waren die, die vorher da waren. Durch diese kurze Tunnelstück. Halt. Haben wir es denn jetzt, Spiel, ja? Können wir jetzt weiterspielen? Dankeschön. Sehr aufmerksam. Gut. Also, müssen wir jetzt auf der anderen Seite. Sie sind übrigens in der Stadt unterwegs. So, was sind wir? Achso, die Tram ist ja, genau. So, und hier hatten wir jetzt den äußeren. Mit dem wollten wir da ran, ne? Mhm. Wollten wir den kleinen Tunnel, den können wir ja. Lassen mal. Ja, können wir auch lassen. Dafür haben wir alles andere aufgebuddelt. So, das heißt, wir machen jetzt. Dass wir da noch ein kürzere Abstände. Ja. Hauptsache, wir gehen die noch mal hoch. Ja. Ich hasse meinen Perfektionismus. Manchmal reicht es auch. Hier geht er hoch. Das heißt, von hier wollen wir jetzt daran. Nein, direkt ranbauen, bitte, Kante. Keine Spielereien. So. So, unsere 1,3 Milliarden halten sich wirklich gut in den Einnahmen. Wir sprudeln nur so von sehr. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass sie auch schwer spielen. Mhm. Kantastisch schwer hat er ja ausgeschlossen. Ja, kantastisch wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Ich würde es hinkriegen, sehe ich gar keine Probleme drin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für euch spannend wäre. Das ist mein Problem daran. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das ist der
wo wir nicht runter wollten. So, jetzt müssen wir nochmal die Höhenlinien anmachen, auch wenn die Helligkeit so ein bisschen nervt. Dann müssen wir nochmal messen. Da wollten wir ja, glaube ich, mit einer Brücke rüber zaubern. Ja, genau. Gerade. Ich muss nur gucken, wir sind hier auf der Höhe 11. Kommen hier oben von der Höhe, ja, wenn wir jetzt hier unten hingehen, sind wir bei 24, hier 22. Also das wäre schon das Maß, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir mitarbeiten. Ja. Also schnappen wir uns mal den hier. Machen wir uns hier mal eine 24 rein. Dann nehmen wir ungefähr unser Maß, wie wir die ganze Zeit schon haben. Müsste ja ungefähr passen so. Versuchen mal zu verbinden. Und dann gehen wir einfach mal auf gerade. Und dann gehen wir einfach mal gerade hier rüber. Mal gucken, was uns hier. Oh. 180. Nee. Nein. Das ist eine Schnellfahrtstrecke. Ja. Saubere Betonwanne. So, jetzt gucken wir uns nochmal an. Ungefähr eine Schiene passt hier rechts wieder zwischen. Das kommt ungefähr hin. Muss ja auch nicht schnurgerade sein. Muss ja nur ungefähr hinkommen. Ja, das müsste hinkommen. Und dann wollen wir jetzt mal hier oben ran. Hopp. So, ganz aufgerissen. Why not? Ja. Ja, sicher auch so. Macht auch Sinn, weil wir dann ja nochmal Schwung holen und nochmal beschleunigen. Wir gehen ja in die Bergabphase und dann beschleunigen wir das Ganze ja. Und hier auf dem Rückweg sind wir auch bei voller Geschwindigkeit. Da stört uns so ein Hügelchen ja nicht so. Ja, solange du kein ICE 1 oder 2 nimmst. Ja. Wie war das mit Köln, Frankfurt, Schnellfahrstrecke? ICE 3 oder 4? Ich weiß es nicht. ICE 1 und 2 sind auf der Strecke nicht freigegeben. Echt? Ja, wegen der krass. Steigung. Kriegst nicht angefahren. Im Notfall. Krass. So, bis hierhin kommen wir damit. Mhm. Portale. Sieht gut aus. Ja. Portal sah jetzt auch ordentlich aus. So, jetzt müssen wir ja hier schon wieder zum. Jetzt gehen wir auf Höhe. Da gucken wir uns nochmal die Höhe an. Nein, das ist die Wasserhöhe. Nö. Waschanlage wollten wir jetzt keine bauen. Wir gehen hier vorne ran. Oh, guck mal, wir sind verschoben. Ticken nach rechts. Ne? Die Brücke noch tauschen. Mann. Kannst du das nicht früher sagen? Ich meine, wir können natürlich auch aufschütten. Ne? Aufschütten. Ja, wir können auch ruhig mit ein paar Schnellfahrtbrücken fahren. Das ist ja nicht so dramatisch. So. Wir haben ja noch andere Modelle, glaube ich. Nicht viel, ne? Da wäre geländerlos. Wo? Oder hier die hohen Stelzen, wollte ich gerade sagen. Die hohen Gitter. Boah, ich würde die mit den etwas weniger. Mit den kleinen Gittern nehmen. Ja, dann sieht es auch gut aus. Ja, das stimmt. So, dann sind wir jetzt hier drüben. Dann bauen wir jetzt nochmal einen Ticken gerade. Alter, der Zugführer, der hier rüber muss, der denkt auch, Mann, was bauen die denn da? Sind die betrunken oder was? Nee. Ja, die Beton vielleicht in dem Fall wieder. Oh ja, die passt gut. Schiffbarkeit brauchen wir ja da zum Glück nicht. Nee. Da ist nur noch Staudamm und Wasserfall.
So, ich hoffe, jetzt sind wir wieder auf einer angenehmen Höhe. Angenehm und auch vor allem eine gerade Strecke. Ich hoffe, dass wir gehen, glaube ich, schon wieder vom Rand weg. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. So, jetzt müssen wir sowieso langsam mal in der Rechtskurve schwenken. Rechtskurve? Wo willst du nee, hin? Halt, nee, stopp. Wir sind ja erst höher Aschaffenburg. Ich vergaß. Ja, wir müssen da oben irgendwie mal hin. Gucken wir mal, wenn wir jetzt da hin wollen. Nehmen wir wieder die Betonbrücke, die passt, die schwebt da schön so ein bisschen drüber. Möchtest du einen auf so einem Pfosten machen? Ja. Nee. Ja, für alle, die es nicht wissen, die Brücke von Millau in Frankreich schwebt über den Wolken. Echt? Ja, die hat der Sir Norm Foster und sein Team gemacht. Also einmal bis vor. Derselbe, der übrigens die Reichstagskuppel gebaut hat. Wie? In Berlin. Die neue. Das passt. Hier gehen wir durch. Total passt. Hinten auch. Sehr gut. So. Da ist diese Folge bauen, wenn nur diese Schattenstrecke war. Ja. Und jetzt kommt unser Problem, Bier. Jetzt kommt gleich unser Problemchen, ja. Ja, ich hätte auch gerade ausbauen können und mit Tunnel und so. Nö, aber wollte ich nicht. Ja, wir könnten natürlich da auch mit einer Brücke drüber gehen. Das könnten wir auch machen, ja. Das ist durchaus recht. Wir bewegen uns auf 1,4 Milliarden zu gewinnen. Das Schöne ist ja, wir können ja abreißen und umbauen, so viel wir wollen, weil es keine Aufwärmung ist. Und die Linie meckert auch noch nicht mal. Die hat einen Weg über Kantopolis wahrscheinlich. Ja, den will ich aber nicht. Aber wir haben doch Wegpunkte hier. Egal. Frag nicht, was der jetzt für Wege fährt. So. Ne, ich frage auch lieber nicht. Da hätte ich tatsächlich eine Idee, weil der ja hier so hoch geht. Könnte das passen, dass wir da drunter durchkommen? Dass wir da jetzt eine Rechtskurve machen und rechts rum mit der Straße. Nee. Dass wir hier hochgehen. Mit dem hier schon auf der Höhe bleiben. Ja, fast. Oh, knapp. Knapp, sagt man, eiskalt. So, und wenn wir uns jetzt den hier schnappen. Und ziehen, 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 ziehen. Weiter, 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 weiter. Ah. Bis. Ah, ja gut. Das wäre ja nicht schlimm. Sehe ich auch so. Wir müssen ja dann eh gucken, dass wir da hinten irgendwie durchkommen. Gehst du das mit? So, ja. Oh, das wäre gerade. Nein. Ja, nicht uninteressant. Ja, stimmt auch wieder, ja. Müsste man nur mit der Brücke da... Ja, da könnte man da geradeaus weiter rüber. Über den Berg. Ja, wenn wir jetzt noch einen Ticken nach rechts gehen, dann können wir da vorne auf den Berg mit rauf. Ordentliche. Ja, wir ordentliche noch... Brücke, das stimmt. Könnten wir... Boah, ist aber fast schon zu hoch. Ticken würde ich schon runtergehen. Und dann große. Ja, können wir große machen. Dann gehen wir hier rüber.
wie ausgemessen, wa? Was für ein Augenmaß hat der junge Mann? Alter Schwede. Dann machen wir hier drüben rauf. Ah, jetzt müssen wir auch schon langsam runter. Leicht in die Senke gehen, ja. Okay, das ist ein bisschen zu leicht gewesen. Das ist auch viel zu lang aufgeschüttet. Ja, obwohl, wenn wir jetzt Brücke, Brückenpfeiler Kollision, auch Kollision? Wegen der hier, wa? Ja, durch diese schräge Straße da, müsste es ein Stück nach links und nach rechts. Hier ist es gar nicht. Hier ist es auch nicht. Welches ist denn das dann? Oder ein Ticken? Naja, hoch bringt es aber auch nicht. Das Problem ist diese schräge Straße da unten. Aber da zeigt er mir nichts Rotes. Das ist ja verrückt. Verschieb's einfach ein paar Millimeter. Ich hab einen hoch. Dann geht es. Und weg ist es, ja. Gut. Ich scheierte. So. That's life. Aber wir dürfen keine Kreuzung haben, ne? Mhm. Okay. Ist ja auch kein Problem. Bis jetzt. Nee, bis jetzt nicht. Das stimmt. Aber da wird es mit Sicherheit ein Problem werden. Schauen wir mal. Oh, aber nicht viel. Andere Brücke. Ja, geht gleich los. Rechte Kurve vielleicht noch? Du musst ja irgendwie... Noch weiter nach rechts, ja. Ja, aber wir wollen ja da unten am Waldrand irgendwo rumkommen. Ja, unten raus, ne? Ja, wir müssen ja jetzt parallel im Prinzip zu dem Gleisvorfeld kommen. Also sprich hier durch den Waldbereich da. Unser Kurvchen zaubern. Ja. Das ist also noch ein Ticken nach rechts. Nicht viel. So. Brücke. Brücke. Passt. Ja, lichte Höhe passt. Gut. Jetzt. Gut, das Kohle-Ding kann man ja auch anderweitig anbinden. Das können wir auch hier unten anbinden, ja, das stimmt. Ja, können wir auch an der Landstraße. Dann können wir die Straße abreißen. Ja, machen wir gleich. Und hier auch noch ein Stück wieder abreißen. Das ist aber eine Ebene reinkommst dann jetzt. Ja, damit wir es besser angepasst kriegen. Gucken, was er draus macht. Man bezeichnet deine Augen jetzt schon als Nivellieraugen. Wie war das mit der Blase in der Wasserwaage? Ja. Die wird demnächst nach mir benannt oder so. Ist schon. Du bist jetzt mit dem linken Gleis unterwegs, oder? Ich glaube ja. Wir holen erstmal das andere Gleis ran. Wir holen jetzt erstmal das andere Gleis nach. Nicht, dass es sich da hinten so einsam fühlt. Ja. Nochmal dann Ende der Welt. So, erstmal bauen wir den Tunnel mit. Gucken wir nach dem Tunnelportal. Wenn das alles schick ist, dann können wir nämlich weitergehen. Mhm. Schnappen uns die Brücke bis zu unserem Nivellieraugen-Zwischeninselgerät. Das sieht auch alles schick aus. Dann bauen wir die nächste Brücke. Brücke bis zum Horizont. Nächsten Tunnel. Tunnel. Portal passt. Beide Seiten, jawohl. Machen wir hier rüber. Mach mir jetzt gerade nur Gedanken über die Zuführung. Machst du wirklich? So. Jetzt haben wir das rechte Gleis ja auch. Das ist auch schön.
Dann können wir jetzt mal gucken, wie wir uns da anschmiegen können. Oder ob wir erstmal rausziehen aus der Richtung, würde ich fast sagen. Müssen wir den Bahnhof erstmal erweitern, ne? Ja, ich erspare dir jetzt mal Schlagzeilen über Entmietungs. Der Bürgermeister hat mich darum gebeten, dass ich das. War da sehr optimistisch. Warte, ich mache aber Pause, bevor der Zug reinfährt. Ja, bitte. Sonst gibt das auch wieder nur unnötig Stress. Fünf ist schon mal gut. Haben wir jetzt noch Schiene, Gleise. Ist auch super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 10 ohne einen zu verlieren. Ja, müssen wir bloß gucken wegen dem Dach. Wieso? Natürlich schwierig aus. Ja. Kann ich nicht ändern. Aber es ist jetzt nicht dramatisch, finde ich. Boah. So, Play. Gut. Dann fahren wir jetzt. Wollen wir nicht direkt mal versuchen zu verbinden? Können wir gleich machen. So, von hier aus lässt du direkt verbinden. Ja, okay, sonst kommen wir aber da nicht unter der Brücke durch. Ja. Probieren wir es erstmal so. Und da durch. Wo wir überhaupt hin müssen. Da müssen wir hin. Schon lange nach rechts. Dann haben wir da vorne die Eisenbahnbrücke fürs Eisen. Also müssten wir eigentlich erst nochmal anpinnen. Unter der Brücke durch. Unter der Brücke versuchen beide Gleise durchzupinnen. Was eh schon eng werden wird. Nö, sehe ich nicht so. Bei deinem Glück. Hallo, das ist alles geplant. Ausgangsgeschwindigkeit. Okay. Es ist zum Heulen, Manu. Ich muss mir doch noch wieder einen Keller besorgen. Mönchengladbach benötigt jetzt Baumaterial. Ja, dann wissen wir ja, was wir in Folge 143 zu tun haben. Material. So, das ist doch mal eine Strecke. Strecke doch. Fertig. Zuführung noch nicht. Zuführung noch nicht. Zuführung wäre aber möglich, beispielsweise über den Bahnhof. Halle hinten raus, ja. Dürften wir ja sogar. Müssten wir natürlich nur gucken, wie wir das hinkriegen. Ah, doch, das kriegen wir. Das kriegen wir beim Zuführung auf Güter und Personen. 30 Passagiere bei 219 Kapazität. Oh. Ganze Linie macht, oh, immer noch 4 Millionen plus. Aber wir könnten natürlich schlau sein und hier hinten mit dem linken Gleis rausgehen. Weil wir ja auf dem rechten Gleis halten. Ne? Mhm. Wenn wir nur das linke Gleis rausziehen, dann geht das. Mhm. Hat er noch einen Schwenker gemacht, ne? Naja, egal. Ich muss erst mal gucken. Rechts oder links? Rechts. Links kommen wir nicht hoch. Na gut, ich hätte das doch noch ein bisschen lassen können. So. Dann müssen wir aber hier rum. Jo, und das geht so zu bauen? Ach du Liebe. Am Fern dran. Mmh.
meine, mit einer 100 können wir ja ganz gut leben, ne? Mhm. Reißen wir noch ein Stückchen wieder ab hier. Ja, und schmiegen uns an den Berg. Genau, wir müssen ja gleich wieder zusehen, dass wir runterkommen. Oder in den Tunnel rein, um die Herrschaften nicht zu belästigen nebenan. Ist auch nicht schwer, aber so viel Zugfahrten haben wir eigentlich nicht. Welche Höhe bist du jetzt gerade? Boah, jetzt willst du aber, ins Detail gehen, oder? Wir sind jetzt hier bei 44. Der Anschluss am Ende wäre bei 33. Hier oben wäre 71. Brücke ist auf Höhe 22. Aber ich glaube, die Idee mit dem Tunnel ist gar nicht so schlecht. Ja, es ist eine Zuführungsstrecke jetzt erstmal. Genau. Ja, in die andere Richtung würde ich gehen, oder? Meinst du? Ja. Dann kreuzen wir aber. Stimmt auch wieder. Also ein bisschen länger ziehen. Sei denn... Nee. Würde ich nicht machen. Nach oben. Dann eher nach unten. Aber hier sind wir fast auf der Höhe. Ja, da taucht ab. Und dann ziehst in die Richtung am besten ein bisschen länger. Ich gleise jetzt erstmal aus. Ja, erstmal ausgleisen. Ja. Mit einer 100. 120, 120. 100, ja. 120. Und dann mal versuchen. Das 120 brauchen wir nicht. Ne. Dann haben wir eine saubere Zuführungsstrecke. Ja. So, bei 37 Minuten 40. Ja, dann kriegen wir jetzt noch die Linien und setzen noch die Fahrzeuge drauf. Meinst du? Na gut. Linie kriegen wir noch hin. Hat zweimal die 1 gedrückt. So. RB 14. Ist das RB? Habe ich die RB genannt? RB. Ja. Also Schnellzüge haben wir gar. Achso. Ne, 10 wäre das. Okay, war ich doch etwas meiner Zeit voraus. RB 10. 10. MG. OG. MG OG. OG. Ach, guck mal, jetzt hat er die sogar nach unten gesetzt. Okay. Mhm. Dann. Also, oh, wo starten wir? Achso, wir müssen dann ja drüben starten. Mhm. Auch völliger Quatsch, dass wir hier drüben starten. Aber egal, passt soweit. Und fahren von OG wieder rüber nach MG. Müssen wir nur noch zwei Signale setzen, damit er auch die Rechtwinkligkeit erkennt. Ja. Weil jetzt macht er noch einen Schienenverkehr. Also ein Signälchen müssen wir auf jeden Fall noch. Ja, da. Liegen. Ja, da könnten wir auch noch. 2, 3. Einfach mal ein paar gesetzt. Und da. Da vorne noch. Ja, oder egal. Ausgabe hätten wir auch noch machen können, aber so viel werden wir da, glaube ich, am Anfang nicht fahren. Wir ja, so. Jetzt, ja, das passt. Ja, jetzt hat das. Wir werden ja eh nur eingleisig fahren. Müssen wir noch gucken, ob es in Mönchengladbach passt, in Offenburg passt. Da das richtige Gleis nimmt, hat er gar nicht so viel Wahl.
Das ist gut. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge einen schönen Zug raus. Ja. Und nehmen die Strecke in Betrieb und denke mal, werden wir die Mitfahrt zur wir werden eine Mitfahrtfolge, denke ich mal. Ich weiß auch gar nicht, was bei der Ferntram hier los ist. Haben wir da 34 auf der Linie. Also das kriegen wir mit den Ferntrams gut hin. Dann wollen wir mal kurz gucken, was die an Geschwindigkeiten haben. Hier oben natürlich nicht viel. Hier haben wir natürlich auch viele Kurven. Was die natürlich immens ausbremst. Hier sind wir bei 76. Ja. 78 fahren sie. Sehr viele Kurven, ne? Aber kriegen wir alles hin. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir wollen die 40 Minuten halten. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Vergesst das Däumchen nicht. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Und dann sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zock. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.